Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte heute nicht mit Kritik beginnen, sondern mit einem Dankeschön. Nämlich ein Dankeschön, das nach jahrelanger Forderung der Freien Demokraten auch mir persönlich, aber auch den kommunalen Spitzenverbänden es endlich wieder eine Investitionspauschale gibt. Und jetzt kommt die Kritik, nämlich die Frage, wieso begrenzt und wieso nur bis 2024. Und noch viel wichtiger, es fehlt mir dabei an einer klaren Ermittlung des kommunalen Finanzbedarfs. Das kann ich Ihnen auch heute nicht ersparen. Sie zahlen eben pauschal 100 Millionen Euro jährlich. Und 2024 schauen wir dann mal, wie es aussieht, vermutlich erst nach der Landtagswahl. Zu den Aussagen des Rechnungshofes habe ich doch eine dringende Bitte. Da sollten Sie, meine Damen und Herren, nicht so selektiv lesen. Denn die Überkompensation ist dort bemängelt bei einigen Kommunen im Rahmen der Gewerbesteuerausgleiche. Und ein paar Zeilen weiter oben lesen wir eben dort auch, dass die Kommunen finanziell auf einem guten Weg seien und das Land solle die Kommunen weiter finanziell unterstützen. Auch das steht dort. Und ich will mit Blick auf die knappe Redezeit mir den Exkurs ersparen, auch in die verfassungsrechtliche Seite. Die Kommunen haben auch einen Anspruch drauf. Und ich sage Ihnen auch, wie es aussieht. Den Kommunen fehlt das Geld für die Sanierung von Brücken, Straßen, Schulen, Kindergärten. Den Kommunen fehlt das Geld, um in die Zukunft, um in Personal, Digitalisierung und Wirtschaftsförderung zu investieren. Und den Kommunen fehlt das Geld für Straßenbau, für Innenstadtbelebung und für, das will ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen, ich habe heute Herrn Leibiger hier ins Haus gehen sehen, auch für Barrierefreiheit, denn auch die ist bei der Ermittlung des kommunalen Finanzbedarfs zu erheblichen Teilen nicht mit dabei. Den Webfehler habe ich schon oft erwähnt. Und die Kommunen können oft noch nicht einmal ihre Pflichtaufgaben mit dem Geld, was sie zur Verfügung haben, erfüllen. Dazu gehört der Brandschutz. Es fehlt an Investitionen in Feuerwehrhäuser, die vielerorts noch nicht einmal mehr den Platz für die heutigen Fahrzeuggrößen bieten. Es fehlt oft an eigenen Umkleiden für Feuerwehrfrauen. Und es fehlt an Investitionen in die Sicherheit. Da sind wir beim Thema Polizei, wo ich gerne noch einiges sagen würde, allerdings mit Blick auf die Redezeit natürlich nicht alles aufführen kann, was ich da jetzt Ihnen gerne berichten würde. Und das werden wir dann demzufolge auch für die weitere Debatte uns noch vorbehalten müssen. Fakt ist, und damit will ich sagen, es klemmt an allen Ecken und Enden, vor allem bei den Kommunen. Und das sollten wir nicht einfach unter den Tisch wischen, meine Damen und Herren.